Intelligenter Schmuck von und mit Gabriele Iasetta. Heute haben wir das Wunscherfüllungsarmband. Und wie das jetzt gut passt, ja, dieser Übergang. Ne, wir haben so viel über Wünsche gesprochen. Karin hat auch Wünsche. Sie möchte ein Heilzentrum aufmachen. Heilen, die Seele heilen. Da könnte sie schon mal dein... Ein Wunscherfüllungsarmband tragen. Ja, mit diesem Wunsch verbinden. Ja. Und schwuppdiwupp. Denn ich habe mich natürlich auch mit den Wünschen beschäftigt und wenn ich ein Schmuckstück kreiere, dann suche ich so alle Themen zusammen, die es gibt, also Feng Shui, Energie der Steine und Energie der Worte nach Masaru Emoto. Und dabei ist mir eben dieses Buch in die Hände gefallen, Wunscherfüllung mit der Kraft der Steine. Mhm. Und es gibt Steine, die für bestimmte Themen zuständig sind, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Und diese Steine habe ich natürlich auf dieses Wunscherfüllungsarmband eingebaut. Nämlich da gibt es eben den Zitrin, der für die Wunscherfüllung von Reichtumsenergien zuständig ist. Also wenn man Wünsche zum Thema Reichtum hat, das ist natürlich auch der Beruf, das ist der Erfolg, das ist... Auch natürlich, wenn man sich eine bestimmte Wohnung, Haus, alles Mögliche, was zum Thema Reichtum gehört, was so die individuellen Wünsche sind, wirken durch das Tragen der Steine auf unsere Zellen und unsere Zellen kommen in die Schwingung von dieser Wunscherfüllungsenergie zu den durch zum die Thema. Steine, zum dem Thema. Genau. Mhm. Dann gibt es den Mondstein, steht auch in diesem Buch. Der ist für die Wunscherfüllungsenergien von Liebesthemen zuständig. Also alles, das ist nicht nur der Partner, sondern das ist ja auch Freundschaft, Kinder, Beziehungen, Kollegen, also alles Selbstliebe, alles was mit dem Thema Liebe zu tun hat, dass das in die Wunscherfüllung geht, ist auch zum Beispiel, wenn jemand gemobbt wird, dann ist das ja auch ein Liebesthema. Also dafür ist dieser Stein zuständig am Armband. Dann gibt es den Bergkristall, der in Kombination immer die Wirkung auslöst, dass diese Steine noch besser wirken. Mhm. Dann gibt es den Rauchquarz, der für die Wunscherfüllungsenergien zuständig ist, dass die auch bleiben. Denn wir haben vorhin ja von Seminarbüchern auch gelesen, wenn man Seminare besucht, ist man ja immer voll motiviert und dann denkt man sich, jetzt passiert's, jetzt gehen die Wünsche in Erfüllung. Aber vergehen so 3 Wochen, 4 Wochen, dann ist man wieder oft in seiner alten Schwingung drinnen und da ist der Rauchquarz sehr gut, der festigt, dass man nicht diesen Schwingungsabfall sozusagen bekommt, sondern dass man in dieser Schwingung drinnen bleibt, dass zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann ist auf diesem Armband noch ganz wichtig der Amethyst. Der ist nämlich, ich arbeite da ja auch mit der Energie der Worte, da gibt es ja auch so eine Silberperle mit meinen Zeichen darauf, wo man Wunscherfüllungsenergien in den Vollmondnächten bekommt und da steht das Wort Wunscherfüllung darauf. Also ich arbeite auch damit mit der Energie von Worten. Und links und rechts, sozusagen die Bodyguards, die Türe öffnen, ist der Amethyststein. Und der ist dafür zuständig, wenn bis jetzt unsere Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, dann wehrt sich in unserem Körper etwas dagegen. Wir haben Blockaden aufgebaut durch Erziehung, durch erlebte Dinge. Und dieser Bodyguard, diese beiden, öffnen sozusagen die Türe, damit jetzt Wünsche in Erfüllung gehen dürfen von unserem Zellsystem her. Und da die magische Zahl fürs Wünschen, die Zahl 3 ist, weil die gute Fee erfüllt ja 3 Wünsche. Ja, aber auch bei 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Deswegen sind alle diese Steine dreifach auf diesem Armband enthalten, damit wirklich alles zusammengebracht wird. Ist auch Feng Shui-mäßig, dass diese Energie ins Fließen kommt. Also es ist dabei eben dreimal der Zitrin für den Reichtum, dreimal der Mondstein für die Energie, für die Wunscherfüllung von Liebe. Es ist dabei der Bergkristall, der diese unterstützt. Es sind 3, nicht nur da vorne die Amethyststeine, sondern sozusagen auf der Rückseite des Armbands noch ein Amethyst für die Türöffnung, dass die Wünsche in Erfüllung gehen und der Rauchquarz, der uns dabei lässt, dass wir in dieser Schwingung bleiben. Dann gibt es noch die Energie der Worte. Es gibt eine Silberperle mit dem Wort Liebe, es gibt eine Silberperle mit dem Wort Reichtum und eine mit den Worten Wunscherfüllung. Und Energie der Worte hat uns ja Masaru Emoto gezeigt, dass die ganz stark auf uns wirken, die Energie der Worte. Er hat es mit der Wasserkristallfotografie gezeigt. Wir bestehen zum Großteil aus Wasser und wir natürlich wirken Worte auch auf unsere Zellen.
Also für die, die es nicht kennen, diese Forschung von Emoto, er hat Wasser genommen. Genau, und Botschaft des Wassers. Genau, Botschaft des Wassers. ein wunderbares Buch, kann man auch mal reinschauen. Findet man aber auch im Internet viele Informationen zu Emoto und seiner Forschung. Und er hat dieses Wasser quasi informiert. Also hat, sagen wir mal, Flaschen Wasser genommen und hat dort Worte draufgeschrieben und hat das dann eingefroren, das Wasser, und hat die Kristalle dann fotografiert. Genau. Und bei den Flaschen oder den Kristallen, wo eben ein positives Wort, sagen wir mal, wie Liebe drauf stand, da hat man dann die Kristalle gesehen in einer sehr schönen Form, so wie wir die Schneeflockenkristalle eigentlich kennen. Also wirklich sehr, 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 sehr schöne symmetrische Form. Und bei den negativen Worten konnten sich eben keine, das sind ja immer sechs Zacken bei einem schönen Wasserkristall. Und bei den negativen Worten waren keine sechs Zacken. Es waren auch Wasserkristalle, aber ungleichmäßig und keine sechs Zacken. Und damit hat er eben gezeigt, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Und wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser. Und Worte prägen uns, die haben uns zu den Menschen gemacht, der wir sind. Entweder sind wir viel motiviert worden, dann haben wir motivierende Worte gehört, oder man hat uns einfach klein gemacht durch negative Worte, und das hat uns geprägt. Und Sie haben die Möglichkeit, sich selbst wirklich zu verändern und dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Denn wir sind auf diese Erde gekommen, damit wir ein schönes Leben haben. Und es ist unsere Aufgabe, dahin zu kommen. Und dieses Armband ist sozusagen ein Hilfsmittel, dass es Ihnen leichter fällt, durch die Energie der Steine, durch die Kraft der Worte und auch durch diese Energieversendung. Dann sag uns jetzt noch den Preis, denn du bringst immer einen besonderen Preis dann mit zu Leichter Leben. Genau, der ist heute 49 Euro, also echt um einiges günstiger als normal, nämlich um 20 Euro günstiger. Und das ist, sollte man zuschauen, nur heute. Ja, nur heute, nur jetzt, also wirklich. Und was noch ganz besonders ist, auch, man könnte es ja auch zum Muttertag verschenken, für jede Mama auch so, noch. Ja. Der kommt ja auch es bald. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu es verschenken. Es gibt immer, aber am besten ist, man beginnt mal bei sich selbst. es kommt auch noch ein kleines Büchlein mit, so ein Wunschritualbuch. Da bekommen Sie Zetteln mit, die man ausfüllen sollte. Das ist auch erklärt. Ist so ein kleines Wunschritual, und wie Weihnachten, wie Ostern, wie Geburtstage, ist das ein Ritual. Ist ja alles ein Ritual eigentlich, und wir Menschen brauchen Rituale. Das macht uns Menschen eigentlich aus, und da ist das Ritual, dass Sie das eingehen können für Ihre Wünsche, dass die in Erfüllung gehen. Und in Kombination, also das Armband kann man gleich tragen, und das Ritual machen Sie an einem Tag, der für Sie ein besonderer ist, wo Sie sich wirklich Zeit nehmen für sich und Ihre Wünsche in Erfüllung gehen sollen. Und alle weiteren Informationen dann dazu auch noch auf Gabrieles Internetseite gabriele-iasetta.de oder com. Genau. International. Und dort auch bitte bestellen auf dieser Internetseite. Und in der Bestellmaske, wenn Sie dort leichter Leben eingeben, dann bekommen Sie auch noch 10% Rabatt auf Ihre Bestellung. Also auch noch heute sowieso schon günstiger Preis für das Wunscherfüllungsarmband und dann auch noch 10% drauf bei der Nennung Leichter Leben. Und dann haben wir heute auch noch um 17 Uhr eine Sondersendung mit dir. Genau, da gibt es dann auch ein neues Produkt. Mit Andrea Plewig zusammen. Genau, zum Abnehmen, was ganz neu. Frühlingsthema einfach. Tolle Sache, freuen wir uns drauf. Um 17 Uhr schalten wir dann auch direkt Gabriele ein mit meiner lieben Kollegin Andrea Plewig. Intelligenter Schmuck mit Gabriele Iasetta.